Also ich bin in Chennai, Indien, das ist hier im südlichen Indien, in Tamil Nadu genau gesagt. Ist eigentlich so ein bisschen ein Kontrast zu den sonstigen Indien. Also hier ist also die Bevölkerungsgruppe der Tamilen am Start. Ja, Chennai, ich glaube, viertgrößte Stadt in Indien, 6 Millionen Einwohner. Man kriegt so, wenn man auf dem Campus an sich ist, hier ist man so ein bisschen in der Parallelwelt, sage ich mal. Also hier ist alles sehr viel ruhiger, sehr viel sauberer, würde ich auch sagen, sehr viel strukturierter. Sobald man sich da mal in die Stadt reintraut, ist das ein bisschen chaotisch, aber ein bisschen verwirrender erstmal, aber man gewöhnt sich auch daran. Ja, ich wohne hier im Einzelzimmer. Das ist schon mal das Gute an der Sache. Das ist relativ überschaubar, sag ich mal. Also ich würde es mal auf 6 Quadratmeter schätzen. Ich sitze hier gerade an dem kleinen Schreibtisch, den ich hier habe. Dann gibt es hier noch ein kleines Bett hier mit Matratze. Ja, man kann jederzeit Leute fragen, wenn man irgendwie was hat, wenn man was sucht oder wenn man sich irgendwie unklar ist, jetzt auch bei der Finanzierungsgeschichte. Also sehr offenes Volk, die gehen halt einfach, die gehen auch einfach auf dich zu. Versuche eigentlich immer, also ich lese mir die Karten durch, weiß nie, was es bedeutet und nehme dann einfach irgendwas. Das ist meine Strategie gerade. Und in der Regel, bis auf einen Ausfall, den ich hatte, sage ich mal, hat es eigentlich in letzter Zeit immer lecker geschmeckt. Das ist relativ häufig scharf, aber es ist eigentlich immer sehr lecker und ja, also kann eigentlich überhaupt nicht klagen. Wie gesagt, die Namen sind immer ein bisschen verwirrend. Das geht irgendwie von Reisgerichten hier über zu frittierten, ja, irgendwelchen Currygerichten dergleichen. Und noch Brot gibt es da hier, also man kann ja auch so mal Pfannkuchen, ist das ja mit Butter bestrichen. Sehr anders. Man weiß auch einfach und weiß nicht, wie das alles schmecken, was das überhaupt ist, aber es schmeckt dann doch.